Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Willkommen beim zweiten Teil von unserem Buddha-Tempel. Jetzt machen wir die Tour einmal durch, damit du weißt, wie er auch innen drin aussieht. Ich werde dir dazu dann auch mal passend die Bilder einblenden, wie es in der Folge war. Ansonsten flattern wir draußen noch einmal ringsherum und gucken wir uns an, für alle, die jetzt den ersten Teil nicht gesehen haben. Ich habe draußen jetzt auch nichts mehr verändert, also der ist schon so geblieben, wie wir ihn gebaut haben. Außer natürlich hier vorne das kleine Schild, das habe ich nochmal kurz geändert, gleich danach die Aufnahme fertig war. Da dachte ich mir, nee, so groß möchte ich es nicht lassen, wie es war. Habe ihn einfach ein bisschen kleiner gemacht, passt auch besser zu den Schildern. Es war nicht so ganz das originale Schild von der Größe, aber ach, das stört jetzt auch nicht so doll. Ja, dann wollen wir mal reingehen in den Buddha-Tempel, mal gucken, wie er von innen drin aussieht. Wir müssen auch leise sein, ich glaube, die meditieren wieder alle. Nicht so wie Lisa, die platzt ja einfach mal so auf und schreit, hey Leute, was geht ab? Nee, hier nicht. Wir haben ein Schild. Hier steht Meditation. Ne? Also wenn das leuchten sollte, dann meditieren die hier. Da müssen wir mal ganz leise sein. Die sitzen dann immer hier vorne und hier haben wir so einen kleinen Tisch. Da stehen dann so ein paar Kerzen und alles drauf und dann beten sie zu Buddha. Ja, der Buddha, der sitzt natürlich hier auf seinem Thron, neben ihm noch ein paar wunderschöne Blümchen. Ja, der kleine Buddha hier in seinem Saal. Ja, ansonsten, was haben wir hier an den Seiten? Ich habe jetzt hier einmal gemacht aus der Folge, sah man hier so einen kleinen Steingarten, den sie hier sich gemacht haben. Und dann waren hier noch so ein paar Kerzen und so. Ich weiß, dahinter ist zwar kein Fenster, aber jetzt von unseren Räumlichkeiten wollte ich das jetzt nicht zubauen, das Fenster, das von außen halt fake ist. Und da habe ich jetzt hier das Fenster mal gelassen, obwohl in der Folge hier nichts zu sehen ist, aber naja. Ansonsten hier auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, was soll das Ganze darstellen, das soll so ein paar Vorhänge einfach mal darstellen. Ich dachte mir, ja, die haben solche orangen Vorhänge. Mit Wolle wollte ich das nicht unbedingt bauen, dachte ich mir mal, probiere ich mal ein bisschen was mit Zaun und Holz aus, ne? Und habe das einfach mal hier probiert, so ein bisschen darzustellen. Ansonsten haben wir noch ein paar Lampen hier, einfach mal oben in die Decke reingebaut. Auch in der Folge sind da Lampen drin und das passt eigentlich gut. Das beleuchtet den ganzen Raum eigentlich. Reicht eigentlich völlig aus. Ansonsten hier auf der anderen Seite habe ich mir dann was ausgedacht. In der Folge ist hier nichts zu sehen. Das ist komplett leer. Finde ich ein bisschen langweilig, wenn wir es leer lassen. Von da habe ich mir einfach ein paar Bambusdinger hier hingestellt. Sind ja neu. Und hier auch vielleicht so ein paar Kerzen, die hier so stehen. Ne? Kann ja sein, dass die hier auch so ein bisschen meditieren können. Ne? So ein paar Matten auslegen und dann beten sie zu Buddha. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Kleine Folge, ne? Also man sah ja den Buddha-Tempel auch nur, glaube ich, in 2.10 innen drin und dann ist er hiermit auch fertig. Ja, dann ist jetzt hier der Buddha-Tempel mit abgeschlossen. Wir gucken dann, was wir als nächstes bauen. Ich habe schon eine Idee. Ich werde ja, habe ich ja erzählt eigentlich hier schon beim Westernpark, ne, dass ich jetzt anfange mit dem Zoo. Den werde ich mir jetzt hier so langsam aufbauen. Aber jetzt immer zwischendurch, wenn ich jetzt hier ein bisschen dran bastelt am Zoo, könnt ihr mir ja gerne was vorschlagen, was wir noch für die Stadt hier bauen sollen oder auch andere Sachen noch bauen könnten. Dann gucke ich mal, ob ich das dazwischen immer, ja, noch gebaut bekomme und dann gucken wir mal, ne? Ja, ansonsten stelle ich mich hier vorne Safety hin. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also viel Spaß und Buddha, 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 Buddha. Ich bin eine Buddhistin! Hey, ich bin eine Buddhistin! Mein Satansensor klingelt. Runter in den Rübenkeller, Jungs! Und wann kommen wir da wieder raus? Unter Umständen nie.